Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ich habe mir mal eine andere Location ausgesucht wie mein Wohnmobil. Wir haben immer noch relativ starken Wind und ich bin jetzt auf der windabgekehrten Seite vom Campingplatz und im Hintergrund der schöne Pool von Marzul zu sehen. Dann sieht man den auch mal. Und ja, wir hatten das Thema ja Lithiumbatterien gestern. Da wollte ich nochmal drauf eingehen. Da ist ja viel mehr Technik zu erklären, als dass man das in einem Video untergebracht bekommt. Da komme ich jetzt gleich zu. Ja, viele Zuschauer haben gefragt, wie die an das Angebot kommen, was ich immer erwähne. Das Eröffnungsangebot für GNS Bedburg. Ja, das steht auf unserer Homepage, das könnt ihr euch da angucken. Ich blende die Homepage nochmal ein. Ihr könnt das da direkt auf der Startseite, könnt ihr euch das anschauen. Ihr gebt uns da eine Information auf dem Kontaktformular und so kommt ihr an das Eröffnungsangebot, auf das Solareröffnungsangebot von GNS Bedburg. Ja, jetzt hatte ich ja ich habe mir hier mal was so aufgeschrieben, weil das wird dann alles zu viel, wenn ihr das durcheinander erzählt. Wir haben ja einige Modis eingebaut für unsere Lithium-Batterien. Ja, das sind ja Forster-Lithium-Batterien, die habe ich mir ja nicht einfach so ausgesucht, sondern weil ich einfach von der Technik und von der Qualität überzeugt bin. Und da haben wir zum Beispiel, wenn wir unser normales System anbieten, was wir immer so montieren, die 100er oder die 200er Amperestunden-Version oder 240er oder jetzt die neue 300er, haben wir einen Multi-Charge-Mode. Das bedeutet, Multi-Charge-Mode bedeutet, ja, der Hersteller, die Firma Forster, hat das BMS und die Zellen so programmiert, dass wir das mit jedem herkömmlichen Ladegerät laden können. Ja, jetzt springen wahrscheinlich wieder viele auf die Barrikaden, ist auch in Ordnung, aber wir können es. Das ist ein riesengroßer Vorteil dieser Batterie. Ja, wenn ich zum Beispiel, ich komme mit einem Wohnmobil an, da ist ein Ladegerät drin, logischerweise vom Hersteller eingebaut. Der hat vorher meine Gel- oder AGM-Batterien bedient. Das muss ich jetzt nicht unbedingt ausbauen. Das wird von uns überprüft, reicht das aus, bringt das den Strom und die Spannung und die Stärke. Wenn ich natürlich da mit 6, 7 Ampere lade, dann bringt das natürlich nicht viel. Dann muss ich mir Gedanken über ein neues oder ein zusätzliches Ladegerät machen. Aber wir brauchen in der Regel zu 95% keine neuen Ladegeräte. Deswegen haben wir dieses Multi-Charge-Mode-System verbaut. Ja, das macht diese Batterie aus. Wir sind, ich sag mal, da immer einen Schritt voraus. Genauso wie die Tatsache, dass wir Zellfrost Control haben. Ja, das bedeutet, wir haben einen Sensor verbaut, der die Batterie überprüft, ob die zu kalt wird, wenn die im Frost benutzt wird oder ja, wochenlang draußen rumgestanden ist im Wohnmobil und eigentlich zu kalt ist, dann wird automatisch die Ladung und die Entladung begrenzt, automatisch über BMS. Also ihr seht, ihr könnt da nichts kaputt machen. Das hatte ich früher schon bei einem anderen System im Programm und das habe ich auch jetzt wieder. Und ich finde, ein anderes System sollte man sich nicht ins Wohnmobil bauen, weil es einfach für den Wohnmobilisten programmiert ist und dann alles gedacht. Dieses Zell-Frost-Control ist auf dem BMS, wie gesagt, programmiert, hat mehrere Sensoren und überwacht die Temperatur der Batterie. Also das ist eine tolle Sache, das wollte ich nochmal im Einzelnen, wollte ich das nochmal sagen. Hier Multi-Charge-Mode, ja, mit der Ladetechnik. Ja gut, wenn wir jetzt, ich sag mal, eine Solaranlage vorfinden, eine ältere, die jetzt einen normalen Solarregler noch hat von früher, den stellen wir natürlich auf einen MPPT-Regler um und der hat natürlich eine Lithium-Kennlinie, da ist das Thema. Aber ich sag mal, so ein Shouting umzubauen, was auch zusätzlich noch die 12-Volt-Verteilung ist und auch die Sicherung beinhaltet, da wird das schon schwierig. Dann bleibt dir fast nichts anderes übrig, wie ein zusätzliches Ladegerät zu montieren. Das braucht man in der Regel nicht. Ja, es sei denn, die Leistung stimmt nicht, dann ist das ja klar. Wenn ich dir jetzt drei neue Lithium einbaue, dann ist natürlich so ein Shoutblock mit 18 Ampere oder der vielleicht nur noch 15 bringt, zu wenig. Das ist klar. Aber wie gesagt, wir müssen es nicht unbedingt. Das ist nicht die Voraussetzung. Das wollte ich noch mal sagen, weil da beschäftigt viele Leute von euch, viele Interessenten, die dann auch direkt fragen, ja, kann ich denn auch mein Ladegerät behalten und so. Da wird ja auch viel verunsichert und braucht das bei unserem System nicht. Also fragt das einfach an. Ich blende mal die Homepage hier ein.
Ich beantworte eure Fragen, das Kontaktformular, da könnt ihr eure Fragen formulieren. Da werdet ihr auch schon gefragt, welche Batterien habt ihr jetzt, welches Auto habt ihr jetzt, welche Ladetechnik. So dass wir da nicht lange hin und her schreiben müssen. Da wissen wir schon direkt, was Sache ist und dann kann ich euch da eine vernünftige Beratung machen oder Angebot. Das bedeutet aber auch, dass wenn jemand persönlich beraten werden möchte, der kann das auch haben. Der muss dann nur schreiben. Ja, gibt eine Telefonnummer an, Uhrzeit, alles ja kein Thema. Das kriegen wir im Handumdrehen hin. So, und dann haben wir natürlich noch ja, so ein leidiges Thema wie Zyklen, Ladezyklen. Ne? Da werden ja viele Batterien, werden ja über diese Ladezyklen, werden die ja propagiert und wird auch viel Werbung gemacht. Ich halte das für fragwürdig, ein bisschen. Ja? Sicherlich haben wir die Angabe auch, aber jetzt rechne mal. 5000 Ladezyklen geben wir an bei 50% Entladung. Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Wir brauchen, wenn ich jetzt 2 Lithium-Batterien von unserem System im Wohnmobil habe und es steht autark, ja, dann braucht ihr die doch nicht jeden Tag leer. Ja, also wenn ich jetzt bei 200 Amperestunden oder 400 Amperestunden die Hälfte verbraucht habe, je nachdem, das wird ja auch von uns umgerechnet, eine Bedarfsanalyse gemacht, was brauchst du an Lithiumkapazität? Da stelle ich ja nicht irgendeine Batterie rein und sage, ja, da kommst du schon mit klar. Sondern ich frage dich natürlich, was brauchst du? Was willst du verbrauchen? Welche Verbraucher hast du? Wie oft nutzt du die? Wo fährst du hin? Und so weiter. Also so ein bisschen das Camperverhalten zu analysieren, macht da schon Sinn. So, wenn ich dann sage, okay, den haben wir gut ausgestattet, der hat eine 200 Amperestunde oder eine 400 Amperestunde oder 600. So, und dann hast du immer gewisse Sicherheiten. Ja, die berate ich dir mit. Ja, ich würde nie eine Batterie am Limit auslegen. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, das ist so, als wenn du im Kleinwagen immer Vollgas fährst. Warum sollte man das machen? So, wenn ich 60 PS brauche, kaufe ich mir vielleicht 100. Da habe ich immer 40 noch in Reserve. So würde ich das bei der Batterie auch machen. So, und da sind wir dann auf dem Punkt, wo wir sagen, vielleicht brauchen wir die ja zur Hälfte leer. Vielleicht. Wenn überhaupt. Meine Solaranlage baut mir am nächsten Tag die Energie wieder zurück und die Sache geht von vorne los. So wie das im Prinzip bei meinem Wohnmobil funktioniert. So, und dann sind wir bei 50% Entladung, sind wir bei 5000 Zyklen. Ja, selbst wenn ich 80% da raushole oder 90, bin ich immer noch bei 3000 Zyklen. Dann muss ich das aber auch jeden Tag machen. Jetzt rechne mal, 5000 Ladezyklen, ja, das sind, wenn du das jeden Tag machst, wenn das 15 Jahre, macht aber keiner. Das ist ja ganz unten angesiedelt, dieses Zyklending. Ja? Und wenn ich die Garantie habe von meinem Hersteller, ja, ich lese das nochmal ab, bevor ich das selber nicht glauben kann, ja? 5000 Zyklen bei 50% Entladung. Gut, also wenn ich das mal mit meinem System vergleiche, ich habe 500 Amperestunden in meinem Lieblingscharisma, davon brauche ich 30%, 35%, 40%, ja, so Maximum. Da bin ich immer noch nicht an die 50% dran. Das heißt, ich habe über 5000 Ladezyklen. Ja, wie lange soll das Ding halten? Da habe ich ja irgendwann ja keinen Bock mehr drauf. Dann mische ich mal eine andere Farbe oder so. So, die beiden Dinge, die waren mir jetzt noch wichtig hier. Multi-Charge Mode, ja, das System, das wir ein BMS-System programmiert haben, was mit deinem Ladegerät zurechtkommt. Ja, also wie gesagt, zu 95%, das ist ein sehr hoher Wert. Meistens scheitert es doch nicht am Ladegerät selber, sondern an der Leistung. Ja, wenn ich da wirklich messe, da kommen noch 6, 7 Ampere, dann bringt das natürlich nichts. Ja, wenn ich dann aber eine riesengroße Solaranlage auf dem Dach habe, kann ich das auch vernachlässigen. Ja, dann scheiß drauf, ob das Ding 7 oder 8 Ampere bringt. Ja, aber dann wäre zu überlegen, das zu machen, aber nicht wegen der Kennlinie. Damit haben wir nichts zu tun. Ja, oder Zellfrostkontrolle, ja, dieses Kälteding. Ja, da haben wir auch viele Angst, ah, kann ich damit im Wintersport fahren und wenn ich die dann mal aus der Garage hole. Und hab doch kein Problem mit bei einer Forster-Batterie hier bei GNS Bettbusch, bei GNS Grimma und GNS Bockhorn. Wir verbauen euch ein System, was damit umgehen kann. Wir haben Sensoren, du kannst nichts mehr kaputt machen. Ja, selbst wenn du die oberfalscheste Ladekennlinie hast, die es gibt. Ja, ich sage immer, die Gel-Kennlinie ist da nicht unbedingt die beste. Kommst du trotzdem noch in den Bereich, dass du diese Batterie vernünftig laden kannst, ohne dass du das Ding kaputt machst. Wie gesagt, wenn es dann hart auf hart kommt, dann müssen wir da natürlich gucken, dass wir da einen vernünftigen Weg finden. Aber grundsätzlich sind wir darauf programmiert, das wollte ich sagen. Ja, also nicht einfach von Anfang an sagen, wir müssen ein neues Ladegerät haben, wie das bei einigen Lithium-Systemen grundsätzlich ist. Die müssen dieses Ladegerät haben, sonst kannst du den nicht laden oder nicht vernünftig laden oder nicht zu Ende laden. Das brauchen wir nicht, das wollte ich damit sagen. Ja, dann haben wir die Zellfrostkontrolle, habe ich eben darüber gesprochen, was das ist. Wir haben die Kälte im Griff und da gibt es ja auch noch eine Steigerung. Ja, das Ganze nennt sich dann Thermokontrolle, da komme ich aber in einem anderen Video zu, das wäre jetzt zu viel.
Wie gesagt, wir haben 5 Jahre Garantie auf alle Systeme. Wir haben 200 Ampere Dauerentnahmestrom, da wird ja auch immer wieder drüber diskutiert. Ja, und wir haben 5000 Ladezyklen bei 50% Entladung. Ist ein realistischer Wert, 50%, obwohl wir da können wir drankommen, macht der Batterie auch nichts aus, aber ist natürlich unrealistisch, dass du das jeden Tag hast. Ja, dann kannst du dir mal ausrechnen, wenn du das jeden Tag machst, wie viel 5000 Ladezyklen sind, wie viele Jahre. Also, in dem Sinne würde ich sagen, guckt bitte auf unsere Homepage, da steht das Solarangebot für GNS Bettburg drauf. Haben viele nachgefragt, wie komme ich da dran? Einfach auf die Homepage, da steht das detailliert beschrieben. Dann geht auf das Kontaktformular und macht entweder ein Angebot oder wenn du noch Fragen hast, hinterlässt eine E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer, dann wirst du auch noch beraten, das ist überhaupt gar kein Problem. In dem Sinne, bei dem Hintergrund hier würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich freue mich. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen gefallen. Bleibt gesund. Euer Guido von GNS TV.